meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski. Ja, ich war ja heute den ganzen Tag so ein klein wenig, ja, ich will nicht sagen in gedrückter Stimmung, aber so richtig gut drauf war ich nicht. Aber, wallah, alhamdulillah, Gott und sei Dank, es gibt ja noch Freislass in diesem Richter in diesem Land, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern tun. Wunderbar. Und es geht natürlich. Und damit möchte ich beginnen, um das Urteil gegen den bösen, rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner Tim Kellner. Ja, Tim Kellner hat es ja gewagt, die Scheißhausexpertin als die Außenministerin als Scheißhausexpertin zu bezeichnen. Freunde, und das in einer ausgewiesenen Satire-Sendung. Und das wiederum ist ja angeblich Artikel 5 Grundgesetz Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit abgedeckt. Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Das gilt nur für Jan Böhmermann und Co. Ja, für linke, linksstaatliche und zivilcourageliche Satire. Die können alles sagen. Ja, man kann sagen, Alice Weidel ist eine NAZI-Schlampe. Kann man sagen. Ja, man kann höchstrichterlich jeden Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Hamburger Urteil. Kann man sagen. Aber doch bitte nicht, ja, Scheißhausexpertin zu der Außenministerin. Also bitte, nein. 11.000 Euro Strafe für Tim Kellner. Ja, Freunde, ich bin ja der Meinung, Tim Kellner hätte 15 oder 20 Jahre ins Arbeitslager gemusst. Besonders stilvoll ist ja auch, einen Satiriker wegen einer missliebigen Satire vor Gericht zu zerren und tatsächlich auch zu verurteilen, mitten während seiner Krebsbehandlung. Das hat Stil, das hat Niveau. Und böse Zungen sagen, ey Richterin, Karma will catch you. Staatsanwalt, Karma will catch you. Euch alle wird Karma catchen. Aber böse Zungen, nicht meine Worte. Ich finde Tim Kellner ganz böse. Ich finde ihn genauso böse wie Trump, Assad, Putin oder die AfD. So, und ich finde die Richterin super gut, ja, super gut. 11.000 ist zu wenig. Ich finde es zu wenig, wie gesagt, meine, ich würde anheimstellen, der böse Anwalt von Tim Kellner ist ja in Berufung gegangen, ja, natürlich, ja, also so ein schlechter Verlierer. Ich würde vorschlagen, beim nächsten Prozess, beim Folgetermin, 15 bis 30 Jahre Arbeitslager. Wäre mein Vorschlag, wäre jetzt mein Vorschlag, ich denke, ihr seht das ähnlich. So, hier schreiben die, ja, auf eins schreibt Skandalurteil. Wegen Beleidigung in drei Fällen hat das Detmolder Amtsgericht den Kult-Satiriker Tim Kellner soeben zu 110 Tagessätzen nach 100 Euro insgesamt, also 11.000 Geldstrafe verurteilt. Die Richterin blieb damit nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Ist schon unerhört. Warum hat sie die Forderung der Staatsanwaltschaft nicht übererhöht? Ja, warum drunter geblieben? Ich verstehe es nicht. Die Begründung des offenbar schon vorab feststehenden Urteils, für das die Richterin nur 15 Minuten brauchte, war in weiten Teilen identisch mit dem Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft. Kellner, dessen Anwalt noch im Gerichtssaal Berufung ankündigte, stand auf 1 exklusiv für eine kurze Stellungnahme unmittelbar nach der Verhandlung zur Verfügung. Das wollen wir doch gar nicht wissen. Ja, also bitte, ja. Da kommt dann wieder so Märtyrerschwobeleien. Ja, ach, Freunde. Im besten Deutschland aller Zeiten, beste Urteil aller Zeiten. Das gibt Rechtssicherheit. Schön, gefällt mir gut. Bernd Lagritz schreibt mir, ich bin froh, dass Sie diesen Kanal betreiben. Sie sind Patriot und ein mutiger, ehrlicher Journalist. Ihre Kommentare gut recherchiert, so wünschte ich mir Sendung bei GEZ und so weiter. Ah ja, gut, okay, also GEZ ist doch wohl, also steht doch weit über mir, aber trotzdem vielen Dank für diesen Kommentar. Und dann Lorenz Beckhardt, wir erinnern uns, Lorenz Beckhardt war der Kommentator bei ARD, GEZ zwangsfinanziert, der gesagt hat, hier, wir müssen hart durchgreifen, wir brauchen strengere Gesetze und macht das Fliegen so teuer, dass sich keiner mehr leisten kann. Da haben wir jetzt leider noch nicht gemacht, wir arbeiten aber dran. Und wo ist das liebe Lorenz Beckhardtchen jetzt gerade? Er ist in Ägypten zum Tauchen. Ja, böse Zungen sagen, Moment mal, das ist aber nicht CO2-neutral. Moment mal, der ist da hingeschnorchelt. Ja, der Lorenz Beckhardt, der hat sich ins Ostsee ins Wasser gesprungen und ist nach Ägypten geschnorchelt. Das ist doch drahtig, ja. Der ist doch nicht geflogen. Bitte. Hier, Monsanto sagt, wir hätten gerne bei uns in der Kantine keine gentechnisch veränderten Lebensmittel. Ja, böse Zungen sagen, Moment mal, aber Monsanto ist doch der Hersteller von gentechnisch veränderten Saatgut. Ja gut, okay. Das eine ist das eine und das andere ist das andere.
Und Elon Musk zeigt ein Bild von unserem sehr geliebten Führer Jolomir Zelensky, ja. Und Elon Musk schreibt dazu, wenn schon 5 Minuten vergangen sind und du noch nicht um 1 Milliarde Dollar um Hilfe gebeten hast, was ist denn mit Elon Musk los? Gefällt mir überhaupt gar nicht. Dann hier unfassbar als Deutscher, und da liegt man im Meldegesetz und muss ab dem 16. Lebensjahr sich melden, wo man wohnt. Und als Ausländer muss man sich nicht melden, wenn man Bürgergeld bekommt. Freunde, alte Regel, das eine ist das eine, der Deutsche, die Köterrasse, ja. Und das andere, der Gast. Ja, der Hinzugekommene, oder wie das jetzt allerdings heißt. Ich find's gut. Dann hier, BlackRock, das sind die, wo der Friedrich Merz mal Chef war, ich glaube in Deutschland oder gar Europa. BlackRock hat ja jetzt ein Investmentprogramm aufgelegt für den Wiederaufbau der Ukraine. Schlava Ukrainer! Ja, und erst hat man an den Waffen verdient und jetzt verdient man am Wiederaufbau. Und das 400 Milliarden Dollar Programm wurde gerade auf 1 Billion Dollar erhöht. BlackRock sind übrigens auch die, die hinter den Anschlägen auf Maui... hinter der Restrukturierung von Maui stecken. Ja, BlackRock ist einer der größten Grundstückseigentümer von Maui. Auch schön, gefällt mir gut. So, dann haben wir hier die Familienministerin Lisa Paus. Ja, die wollte ein schönes Foto, hat dafür 12.000 Euro ausgegeben. Wenn ihr esst oder trinkt, stellt es kurz ab. Danke. Da ist sie attraktiv, eloquent, gut aussehend, sympathisch, links, linksstaatig und zivilcouragelich. Und die braucht 12.000 Euro für ein Fotoshooting. Die US-Armee hat stillschweigend damit begonnen, verwundete Amerikaner und andere internationale Soldaten in dem Militärkrankenhaus im deutschen Landstuhl zu behandeln. Ja gut, okay, das waren wahrscheinlich Journalisten oder Militärbeobachter, doch keine Soldaten. Bitte hier. Menstruationsfreistellung. Die IG Metall lobt Fahrradhersteller Canyon dafür als besonders modern. Wer seine Periode hat, kann ab 2024 2 Tage pro Jahr freinehmen. Ja, wunderbar. Ab 2025 sind es gar 4 Tage. So, außerdem, die freien Tage können stundenweise genommen werden. Ja, wenn es mal nur tropft und nicht fließt, ja, kann man sich das einteilen. So. Und hier außerdem kostenfreie Periodenartikel in allen Standorten. Finde ich gut. Die IG Metall könnte zur Enttabuisierung der Menstruation beitragen. Genau, ja. Böse Zungen sagen, ey, seid ihr doof? Ja, eine Frau hat mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Tage im Monat ihre Periode. Je nachdem, ja. Dann gebt ihr doch gleich 48 Tage im Jahr und nicht bloß 2. Was soll sie denn mit 2? Was ist denn 2? Ja, dann 2, das reicht für 1 Monat. Ja, was ist denn mit den anderen 11 Monaten? Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Dann streitet sich Polen gerade mit der Ukraine, das Tischtuch ist zerschnitten, ja. Und dann hier, der vorläufige Sprecher des Hauses bis zu den Wahlen, nämlich Patrick McHenry, hier geht hier um das hier Parlament in hier Washington, ja, befahl als erste Amtshandlung der ehemaligen Sprecherin Nancy Pelosi, ihr verstecktes Büro im Kapitol bis Mittwoch zu räumen. Also bis heute. Ja gut, okay, ja, also, sie kommt ja sowieso wieder. Dann Deutscher Lehrerverband sagt Nein zu Handyverbot an Schulen. Genau, das macht Sinn. Ja, das ist ja auch gut. So ein Handy in der Schule ist immer gut. Lenkt überhaupt nicht ab. Dann anhalten Übersterblichkeit seit, oh, das kann ich hier nicht vorlesen. Das mache ich auf YouTube. Kommt bitte auch auf YouTube. YouTube ist wie YouTube, bloß anders. YouTube-Link hängt hier drunter. Ja, ist auch wie YouTube, halt eben anders. So, da kann ich anders sprechen. Da ist der Hauptwaschgang, hier ist der Schonwaschgang. Dann hier, schreibt auf eins der böse Chefredakteur hier, Stefan Magnet, schreibt, nicht Lieschen Müller besitzt Wasserrechte im Sudan, betreibt Landraub in Mosambik oder vernichtet Wälder im Kongo. Es sind globale Großkonzerne. Weshalb sollten wir dann Millionen Klimaflüchtlinge aufnehmen? Ganz einfach, es ist halt so, Punkt aus Ende, weil wir haben Platz, wir haben Raum, leave no one behind, kein Mensch ist illegal, ja, ist die linke Hand, kein Mensch ist illegal, ja, außer natürlich Ungeimpfte, ja, und AfD-Wähler und Zuschauer von Tim Kellner und Tim Kellner, alle illegal, ja, so. Aber Flüchtlinge doch nicht, bitte, kommt alle her. In Kalifornien steht die größte Ladestation der Welt für Elektrofahrzeuge. Tja, und zwar ist das Ganze in der Station in Coalinga. Ja, sehr gut und die läuft angeblich mit Solarenergie. Jetzt ist rausgekommen, nein, sie läuft mit Diesel. Na ja, gut, Diesel, Solarenergie, also meine Freunde. Aber ist doch fürs gute Gefühl, ja. Man hat ein Tesla, man ist was Besonderes. Tesla, man steht überall, man ist cool, ja. Und wenn man Glück hat, reicht der Akku auch 120 Kilometer, wenn man alles anmacht. Ja, und dann lädt man CO2-neutral an der größten Tesla-Ladestation der Welt in Kalifornien, im Mutterland des Tesla, die da mit Diesel betrieben wird. Ja, aber das ist wahrscheinlich aus Sonne gewonnener Diesel, man weiß es nicht.
So, dann haben wir hier was Schönes. ZDF erklärt, Einfamilienhäuser kaum noch vertretbar. AfD erklärt, ZDF kaum noch vertretbar. Verstehe ich nicht. Der Sohn, apropos SPD, der Sohn von SPD-Politiker Ralf Stegner, der lustigste Kollege von der SPD, der immer lächelt, wurde bei einem Amateurspiel verprügelt, ja, angeblich von einem nicht-deutschen Freund. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Korruption, Kriminalität und Unruhen. Die USA versinken im Chaos. Ach, Chaos, das sind so Worte. Dietmar Stellmarzack, ich bedanke mich bei dir und liebe Brigitte Oertlin von Herzen, danke. Und hier, AfD bei unter 18-Jährigen aus Regen mit Abstand am beliebtesten. Da hat man eine Umfrage, so eine kleine Mini-Wahl gemacht bei unter 18-Jährigen, U18. Und in der Stadt Regen ist die Alternative für Deutschland mit 23,53% vor der CSU. Die hat nämlich nur 19,61%. Ja gut, okay. Wen interessiert schon Regen? Ja. Dann hier schreibt mir Cheram. Danke, lieber Robert, für deine klugen Worte, warmen Worte. Ich lebe seit 2009 nicht mehr in Deutschland, war 10 Jahre nicht mehr in meinem Heimatland, aber trotzdem liegt mir das Land immer noch am Herzen. Ja, vielen herzlichen Dank für den Gruß aus Thailand. Und hier US-Repräsentantenhaus setzt Sprecher McCartney ab. Dafür haben wir jetzt den neuen. Und hier AfD-Chefin Alice Weidel hat einen Auftritt bei einer Kundgebung ihrer Partei kurz vor den Landtagswahlen in Bayern aus Sicherheitsgründen abgesagt. Am vorletzten Wochenende gab es einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus der privaten Wohnung in Sicherheit gebracht. Frau Weidel ist rechtsradikal, merkt euch das doch bitte mal. Ja, ja, die ist homophob. Ja, Weidel ist homophob, wie alle bei der AfD. Naja, gut, okay, sie ist lesbisch. Ja, aber Frau Weidel hat was gegen Kinder, wie alle von der AfD. Ja, gut, sie hat Kinder adoptiert. Ja. Ja, Frau Weidel hat was gegen Ausländer, wie alle in der AfD. Ja, so. Nein, sie ist mit einer Ausländerin zusammen. Egal, auf jeden Fall ist Frau Weidel schlecht. Punkt, aus, Ende. Ja. Und hier. Laut arabischen Medien rekrutiert Zelensky inhaftierte IS-Terroristen. Laut durchgesickerten Dokumenten, die im Nahen Osten veröffentlicht wurden, versucht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, ISIS-Kämpfer aus irakischen und syrischen Gefängnissen zu rekrutieren, damit sie sich den ukrainischen Streitkräften anschließen und gegen Russland kämpfen sollen. Freunde, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Übrigens zu der Frau Weidel habe ich ein Sondervideo gemacht, bin ja fleißig, auf meinem Zweitkanal Robert Götz Matuszewski Premiere hier auf YouTube. So. Die EU droht Elon Musk. Bei einem Briefing in Brüssel bezeichnet die EU-Vizepräsidentin Vera Jourova X, ehemals Twitter, als die Plattform mit dem höchsten Anteil an Fehl- und Desinformation. Merken, alles, was nicht offizielles linkes und linksstaatliches und zivilcouragliches Sprech der Regierungen ist, ist automatisch Fake News. Merken. Dann schreibt mir Sabine Borche, ich habe das tolle Buch ausgelesen. Danke, ich bewundere dich sehr. Meine Meinung, Made in Germany, das Buch ist eine Pflichtlektüre für jeden Schüler ab der 5. Klasse. Nachdem man das Buch gelesen hat, muss man ganz stolz gerade seinen Weg in der Welt laufen. Ja, ich bilde mir ein, dass ich ja noch in der Schule über unsere Vergangenheit gelernt hatte und von zum Beispiel Barbarossa mit der Klasse dann nach Bad Frankenhausen gefahren sind. Da Weihnachten bald vor der Tür steht, kann ich nur empfehlen, dieses Buch zu verschenken. Das finde ich sehr lieb. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich zur nächsten Nachricht komme, sie meint Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch, über 120 deutsche Erfindungen, über 270 Zitate, über 400 Schauspieler, die wichtigsten Komponisten, Dichter, Denker, Schriftsteller und überhaupt, alle in einem Buch. Gibt es nur bei claudiusfarbig.de, Link hängt hier drunter. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, SPD, hat vorgeschlagen, dass alle jungen Menschen in Deutschland mit Erreichen der Volljährigkeit eine größere Einmalzahlung erhalten sollen. Alle 18-Jährigen sollen 20.000 Euro bekommen. Böse Zungen sagen, ja klar, das werden sie versaufen, verhuren, in Urlaub fahren, sich ein Auto kaufen, ja, es verprassen, ja, weil mit 20.000 Euro nicht dafür gearbeitet, ja, und das Geld kommt auch nicht vom Staat, weil der Staat ist Staatsfläche, Staatsgrenze und Staatsvolk. Es kommt von der Regierung und die wiederum klaut dem Staatsvolk, ja, so einfach ist das. Und das ist eigentlich ein Geschenk für alle neu Hinzukommenden, die 20.000 Euro kriegen sollen. Es geht nicht um die 18-jährigen Deutschen. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Bitte, bitte. Holger Platzstatsch, ich sage vielen herzlichen Dank. Stefan Rudigkeit, was soll ich sagen, Stefan? Dankeschön. Ralf Bollinger, mein Gruß geht raus an dich, mit meinem Dank verbunden. Und Christiane Schweidkart-Kupper, vielen herzlichen Dank. Und dann hier. Thomas Strehle, ich werde nicht müde, dir nochmal Danke zu sagen. Ein ganz lieber Kommentar von dir. Und dann haben wir hier in der Schule, der Lehrer sagt zu meinem Mädel, sie solle es unbedingt lesen. Gott sei Dank war ich schneller. Ja, und zwar geht es um Folgendes hier. In die zweite Klasse. In die zweite.
Zweite Klasse. Ein Heft, wo alles dargestellt ist. Und ich glaube nicht, dass meine 7-jährige Tochter ein Handy besitzen darf oder auf Social Media unterwegs sein sollte, damit sie weiß, was eine Banane, Mais oder eine Aubergine zu bedeuten hat. Oder ein Donut. Ach, Freunde, ach, das ist wieder so. Das ist wieder so rechte Schwurbelei. Natürlich sollte eine 5-, 6- oder 7-Jährige ganz genau Bescheid wissen. Deswegen machen wir ja Frühsexualisierung in der Schule. Es kann nicht schaden. Also ich finde es nicht gut, Martina findet es nicht gut, aber ich meine, meine Auftraggeber sagen, ich soll es gut finden, also finde ich es jetzt hier vor der Kamera einfach mal gut. Denn ich arbeite für den Linksstaat, ich arbeite für die Regierung, ich arbeite für die guten, anständigen, nein, ich arbeite für die linken, linksstaatlichen und zivilcouragelichen, die Nichtrechten. Na, also die Unrechten. Und ich bin gegen Verschwörungstheoretiker und für Ignoranzpraktiker. Robert Habeck, Christian Lindner, Olaf Scholl. Und ich finde, die Richterin, die Tim Kellner zu 11.000 Euro Strafe für eine Satire-Sendung verurteilt hat, finde ich gut. Ich finde sie gut. Ich finde sie gut. Und ich finde, man sollte das mit allen so machen. Ja, bestrafe einen, erziehe 100. Ah, erziehe 1.000. So einfach läuft's. Im besten Deutschland aller Zeiten. Ich bin stolz und glücklich, für diese Regierung arbeiten dürfen zu tun. Ja, und wir machen jetzt munter weiter. Am Wochenende ist in Hessen und Bayern Wahl. Da wählt die Alte die Alternative für Deutschland. Und wer nicht wählen geht, ganz ehrlich, der soll dann auch den Mund halten. Wählen gehen, ja, und die AfD wählen. Auf gar keinen Fall die AfD wählen. Nein, ihr wählt CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SPD. Und zwar alle auf einmal. Ja, so überall ein Kreuz, dann geht ihr auf Nummer sicher. Ja. Und liebe Wahlhelfer, ihr wisst, was ihr zu machen habt, gerade bei der Briefwahl. Ja, ihr wisst, was ihr zu machen habt, wenn da einer die AfD gewählt hat. Ja, dann wisst ihr, was ihr zu machen habt. Näheres will ich jetzt nicht sagen, ihr wisst, was ihr zu machen habt. Ja, so, Karma will catch you. Gut, in diesem Sinne, es grüßt euch Bruno, Kevin, Jerome, meine liebe Frau Martina. Und wenn ihr gerade krank seid, nicht gut drauf seid, depressiv seid, kurz vor oder nach einer OP, unsere große Gemeinde schickt euch gute Energie, gute Besserung. Ich habe heute Wahrheitstropfen getrunken und deswegen ist mir so danach zu sagen, ey Tim, wir alle sind stolz auf dich und stehen hinter dir. Punkt aus Ende. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe heute Wahrheitstropfen genommen. Was habe ich gerade gesagt? Egal. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, ich freue mich über euren Kommentar, das Däumchen hoch. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, bitte tut es jetzt. Das ist die Gelegenheit. Und wenn ihr meine Arbeit wertschätzt, sie lebt von eurer Unterstützung, von Herzen danke. Klitzeklein oder groß, macht Mühe, ich weiß, danke für die Mühe. PayPal und Konto hängt hier drunter. So, jeder hat seine Aufgabe, ich mache jetzt weiter, ihr macht weiter und alles ist gut. Und ich hab euch lieb. So. Und jetzt knarren wir nochmal anständig gegen den bösen Wladimir Putin. Wladimir Putin, Vlad der Fehler. So, bitte wählt diese Regierung. Ah, jetzt ist der Putin gerade vom Stuhl gerutscht im Kreml. Ja. Tschüss, Freunde. Hab euch lieb. Juhu.